Hallo, liebe Freunde von Gartenparadies News, der Natursender. Heute geht es um den Rittersporn. Lateinische Bezeichnung Delphinium elatum hybriden. Ja, wie hier schon zu sehen, verschiedene Farben habe ich heute erstanden. In ja, dunkelviolett, sogar leicht rötlich leuchtend. Ich habe sie auch schon, also beziehungsweise den Rittersporn auch schon in ganz dunkel weinrot gesehen. Aber ja, dieses hellblau ist doch wunderschön. Ich bin noch dazu ein absoluter Freund von der Farbe Blau und ja, war ganz glücklich, dass ich heute diese wunderschönen Pflänzchen hier erstehen konnte. Ja, der Rittersporn wächst in aufrechten Horsten, wird 1,20 Meter bis 2 Meter groß. Ja, hier sieht er nun ein bisschen kleiner aus. Das ist sicherlich die zweite Blüte. Der hier sieht ein bisschen größer aus. Das ist halt ja eine neue Aufzucht. Und im ersten Jahr werden die sicherlich nicht ganz so groß. Im nächsten Jahr werden wir sehen, wie weit dann die Pflanze gestärkt ist und wachsen kann. Die Blüte ist also die Erstblüte in den Monaten Juni, Juli. Und ja, die Blätter sind frisch grün, stark gelappt, wie man hier schön sieht, und sind handförmig geteilt. Die Blüte ist eine hohe, wenig verzweigte, kerzenartiger Blütenstand. Wie hier zu sehen, und auch bei der kleineren Form sieht man eben diesen kerzenartigen Blütenstand. Wunderbar. Und wie gesagt, nach dem Schnitt der Erstblüte gibt es die Zweitblüte von September bis Oktober. Wir haben jetzt ja fast Ende August und in dem Sinne kann man jetzt davon ausgehen, dass das die Zweitblüte ist. Ja, ich habe schon das ganze Jahr damit geliebäugelt, mir diese Pflanze zuzulegen, hatte aber nie halt die Gelegenheit bzw. so schöne Pflanzen gesehen. Und ja, bin heute mit dem Auto an der Gärtnerei vorbeigefahren und habe die schon von weitem leuchten sehen und habe jetzt zugegriffen, um mein Gartenparadies zu verschönern. Ja, es gibt wie gesagt zahlreiche Sorten in Weiß, Blau, Violett und auch Dunkelweinrot habe ich schon gesehen. Und ja, die Böden sollten tiefgründig und nährstoffreich sein. Man pflanzt den Rittersporn an sonnigen Standorten, aber auch kühlen Standorten an und in luftfeuchten Lagen. Die Verwendung des Rittersporns ist für den Vorgarten, auf Rabatten oder auch um Gartenteiche herum. Man kann sie sehr gut als Solitärpflanze in Blumensträußen verwenden. Das ist eine gute Schnittblume und bienenbeliebt. Und ja, auf Rabatten eben ein absoluter Blauträger. Ja, in Kombination mit Hibiskus etc. ergibt das wirklich eine absolute Blütenpracht. Ja, soweit erstmal zum Rittersporn. Sobald ich Neuigkeiten zum Rittersporn erfahre, gibt es natürlich dann ein neues Video, vielleicht mit einer anderen Sorte, in einer anderen Farbe. Mal schauen. Soweit erstmal auf Gartenparadies News, der Natursender. Ciao!